Herzlich willkommen, ich bin Kathleen Bergmann und ich rede liebend gerne über Lenormand-Karten. Heute wieder mit einer Zweierkombination zum Üben, Lernen und Mitmachen für alle, die fleißig sind. Und ich weiß, es gibt viele von Ihnen da draußen, die sehr fleißig Lenormand üben. Und das ist auch gut so, weil nur so kann man eine wahrhaftig gute Kartenlegerin werden. Das funktioniert nicht über irgendwelche Kombinationsvorgaben, die wir einfach nur irgendwo ablesen. Nein, wir müssen selbst ans Werk. Und genau darum kümmere ich mich heute. Und zwar zwei Kombinationen, die ganz spontan hier, vor mir liegt, sodass ich selbst nicht weiß, was uns gleich erwartet. Wir haben uns hier ausgesucht heute die Routen mit dem Anker. Also, mit den Routen haben wir ganz klar eine Konfliktkarte. Aber wir haben immer das Thema Konflikt bei den Routen viel zu vordergründig. Es gibt nämlich noch einen anderen Aspekt, der dabei immer zu kurz kommt. Die Routen sind nämlich für mich gar nicht so negativ behaftet, wie sie gemeinhin immer dargestellt werden. Die Routen sprechen sich bei mir auch für das Thema Beratung aus. Überhaupt alles, was mit Rat geben zu tun hat. Und das setzen wir doch jetzt einmal in Verbindung mit dem Anker und bleiben mal beim Anker bei seiner ganz herkömmlichen Bedeutung, nämlich dem Beruf. Also geht es zum Beispiel um eine Berufsberatung. Egal in welchem Sinne, egal ob wir die zur Verfügung gestellt bekommen, zum Beispiel durch ein Amt oder durch irgendeine Institution oder indem wir selber auf unserem Berufsweg das Bedürfnis empfinden, uns ein Stück Rat von außen einholen zu wollen, wo wir vielleicht gewisse Prozesse beruflich anders steuern möchten oder optimieren möchten. Und dann ist mit Berufsberatung zum Beispiel auch eine Unternehmensberatung gemeint. Ja, oder etwas für unser eigenes Berufsleben zu tun. Manchmal haben wir da einfach auch Probleme und gewisse Baustellen und brauchen wirklich dringend diesen Rat von außen, um da weiterzukommen. Und das ist hier eben bei den Routen auch mit Coaching angesprochen. Ja, also ein Berufscoaching, eine Berufsberatung. Jetzt denken wir mal beim Anker ein bisschen um die Ecke. Da haben wir natürlich auf der Hand liegen immer das Thema Beruf und um das dreht sich's und dreht sich's. Jedoch hat der Anker natürlich noch ganz andere Bedeutungen. Zum Beispiel steht der Anker bei mir auch für Ziele. Kleine, große Ziele, spielt gar keine Rolle. Alles, was wir vorhaben. Was machen jetzt die Routen an der Stelle? Natürlich kann man einmal sagen, okay, man holt sich deswegen Rat von außen ein, aber nicht immer nur geht es um das, was wir von außen an Beratung empfangen, sondern auch erst einmal um den, vielleicht auch um den Schritt davor oder danach, wo wir die Dinge für uns selbst abklären müssen, wo es darum geht, in medias res zu gehen und für sich selbst erstmal ein Stück weit alles so ein bisschen zu sondieren und abzuwägen. Ja, das Thema Abwägen steckt natürlich hier ganz groß drin. Deswegen sind das ja auch zwei sich kreuzende Routen, weil es eben zwei Flanken gibt oder noch mehr Flanken, die wir ja ausloten möchten. Also hier geht es um das Ausloten der eigenen Ziele, der eigenen Vorhaben. Und ja, gut. Ganz kommt man bei den Routen auch um den Gedanken nicht vorbei, dass man sich dabei mitunter auch mal den Kopf zerbrechen kann. Das ist ganz klar, ja. Das heißt, einmal darüber meditieren, aber zum anderen eben auch so dieses, oh, man könnte sich die Haare raufen, ja. Es ist eben auch oftmals so ganz, ganz, ganz verzwickt und vertrackt. Und das ist es natürlich auch, ne? Also, dass wir da eben auch ein Stück weit mit uns ringen und kämpfen. Das ist natürlich auch so dieser typische Routencharakter. Die Routen sind ja nie so ganz sanft. Wenn sie denn sanft wären, ach, dann hätten wir ja da eine andere Karte liegen. Zum Beispiel die Lilien als Kontrast zu den Routen. Da ist ja alles so,
in sich schlüssig und friedlich und einig und willkommen. Und bei den Ruten, da haben wir wirklich immer so ein bisschen dieses, schon konfliktgesteuerte und vor allem auch kopfgesteuerte. Bei den Ruten findet alles wirklich im Denken statt. Das heißt, hier geht es wirklich um Denken und auch Zerdenken. Ja, und mit dem Anker kann man vieles zerdenken. Man kann sich seine berufliche Situation zerdenken, aber was auch noch möglich ist beim Anker, der ist für mich vor allem in sozialen Fragen, in Beziehungsfragen eine Karte des Vertrauens. Und hier mit den Ruten misstrauen wir ein Stück weit. Ja, das heißt, wir denken zu sehr über die Vertrauensfrage nach, stellen die Vertrauensfrage. In dem Moment, wo wir sie stellen, misstrauen wir. Ja, also haben wir hier eine ganz klassische Kombination für Misstrauen. Hochinteressant. Darauf müssen wir auch noch zu sprechen kommen. Der Anker steht für mich auch für eine Erwiderung. Also, man kriegt ein Stück weit etwas, man kriegt eine Antwort, man kriegt etwas reflektiert. Nicht Antwort im klassischen Sinne, dass ich jetzt eine Nachricht rausschicke und der Anker bedeutet, okay, die wird mir jetzt beantwortet, sondern im Sinne von, okay, ich stimme dir zu. Also eine Erwiderung ist ja immer ein Stück weit eine Gemeinsamkeit zu schaffen. Ja, und das findet hier statt mit den Routen. Das heißt, man spricht zum Beispiel ein Thema an. Möglicherweise geht es auch um etwas Brisantes und findet hier Erwiderung. Ja, also das kann sein, dass das im anderen etwas anstößt, dass sich der andere damit eben vielleicht auch identifizieren kann mit dem Thema, dass er übereinstimmt. Ja, und dass man in dem Sinne auch wieder ein Stück weit auch wiederum ein Bündnis herstellen kann, weil eben eine gewisse Erwiderung, eine Gegenseitigkeit da ist. Mir geht es so, dir geht es auch so, ja. Wir sind vielleicht Leidensgenossen oder wir sind Weggefährten, ja. Bei uns stimmt dann doch etwas überein. Also es gibt viele Facetten, was hier in dieser Kombination verborgen liegt. Man glaubt es gar nicht so auf Anhieb. Man denkt immer erst einmal, oh ja, die Routen, das sind die Konflikte und der Anker, das ist der Beruf, also geht es jetzt hier um berufliche Konflikte. Das ist eine oberflächliche Ebene, auch hat völlig ihre Berechtigung. Nur wir wollen ja jetzt in dieser Lerneinheit eben ein bisschen mehr kennenlernen und ein paar andere Facetten rausarbeiten, die vielleicht auf den ersten Blick nicht so deutlich sichtbar sind. In dieser Kombination steckt also jede Menge Potenzial und wir können noch mehr davon rausholen. Und dazu nehme ich jetzt mal meine Lenormand Deutungshelfer zur Hilfe. Hier stehen nämlich pro Karte jede Menge Stichworte drauf, die ungemein hilfreich sind, um unsere Deutung weiter zu vertiefen und noch mehr Facetten herauszuarbeiten. Gerade wenn man jetzt gemerkt hat, in einer Legung, gehen wir jetzt mal in den Praxisfall rein, all das, was ich jetzt gerade aufgerufen habe, passt noch nicht so ganz zur Situation, ist noch nicht individuell stimmig genug. Dann kann ich diese Karten zur Unterstützung nehmen und gucken, was passt denn hier von den Begriffen noch gut zusammen und was passt vor allem auf meine individuelle Situation. Und so kann ich genau die passende Aussage herausfiltern. Wir machen das jetzt einmal und nehmen nochmal, so wie vorher, den Begriff des Denkens. Ich habe das hier alles hierarchisch angeordnet. Das heißt, die Begriffe, die ganz häufig vorkommen bei der jeweiligen Karte, stehen oben. Und die, die weniger gebräuchlich sind, hier Philosophie, Rhetorik zum Beispiel, stehen ganz unten. Und das Denken hatten wir eben schon mal. Jetzt machen wir aber oder bilden nochmal einen anderen Zusammenhang. Und zwar greifen wir uns hier die Fixierung heraus, die steht hier, und das Festhalten, das ist oft ziemlich ähnlich. Und zwar kann es bedeuten, jetzt mal so ein bisschen auf psychologischer Ebene, dass wir uns zu sehr auf einen Gedanken fixieren. Dass wir also uns in irgendeine Vorstellung, in irgendein Gedankenmodell verrannt haben und
überhaupt nicht mehr, also uns aus diesem Tunnelblick überhaupt nicht mehr entfernen, sondern nur noch mit Scheuklappen in eine Richtung schauen und da so festgenagelt sind, ja, dass vielleicht auch ein anderer da gar nicht mehr an uns rankommt und uns da überhaupt nicht ja irgendwie mal auf einen Perspektivwechsel bringen könnte. Also dieses das Hirn ist wie verrammelt und vernagelt, sagen wir es doch mal so ganz profan, ja. Und da steckt dann natürlich auch ein bisschen vielleicht eine gewisse Sturheit oder auch eine Resignation oder Ignoranz dahinter. Gibt es verschiedene Motive natürlich. Das könnte man jetzt mit weiteren Karten erörtern, wo das herkommt. Greifen wir mal noch was anderes heraus. Und zwar hier oben habe ich den Kampf stehen. Und hier drüben steht zum Beispiel der Einsatz. Wenn man das miteinander verknüpft, kommt dabei heraus, dass es also um einen hohen Einsatz geht. Wir sind bereit, mit wehenden Fahnen in den Kampf zu ziehen sozusagen und für etwas einzustehen. Ja, das heißt, wir möchten für etwas kämpfen. Wir möchten zum Beispiel hier auch das Thema Überzeugung. Wir möchten vielleicht auch eine Überzeugung aussprechen, unsere Meinung kundtun. Ja, das ist jetzt so ein bisschen im Sinne von, ich will mich ausdrücken, ich will mir Gehör verschaffen. Ja, ich möchte meine Meinung sagen. Aber es kann natürlich auch in einem anderen Sinne gemeint sein, ja, also Kampf und Einsatz, dass wir einfach bereit sind, viel für etwas zu geben, zum Beispiel auch für eine Beziehung. Wir sind bereit zu investieren und auch die ganzen Tiefen einer Beziehung mitzumachen und daran weiter zu basteln und zu bauen. Ja. Und vielleicht noch zu guter Letzt, weil wir gerade von Überzeugung gesprochen haben und mir hier noch die Rhetorik aufgefallen ist, also eine überzeugende Rhetorik, ja, eine ausgenommen gute Fähigkeit, sich verbal auszudrücken sozusagen, kann ja auch sehr hilfreich sein in vielen Lebenslagen. Eins fällt mir jetzt gerade noch ein, mir sticht es jetzt gerade ins Auge und das ist das Schöne daran, dass einem da immer wieder so Impulse gegeben werden. Sie merken schon, wie es jetzt auch bei mir funktioniert und ich immer wieder was Neues auch herausgreifen kann. Zum Beispiel hier der Zweifel, eine wichtige Bedeutung dieser Karte, zusammen mit dem festen Kurs. Also ich bin jetzt schon in eine Richtung sozusagen unterwegs, ne? Aber hege Zweifel dran, ob das das Richtige für mich ist. Ist dieser Weg, den ich eingeschlagen habe, auch der wahrhaftige? Das wird hier in Frage gestellt. Grundsätzlich wird mit den Routen immer irgendwas in Frage gestellt. Egal, ob es dabei um Coaching geht, um herauszufinden, was wir wirklich brauchen wollen und so weiter, oder ob es wirklich um das Thema Zerrissenheit geht, dass man gar nicht weiß, will ich hier lang oder da lang, oder auch im Sinne von richtiger Zwietracht, ne, wenn man miteinander streitet und es richtig viel Ärger gibt. Also, Sie haben jetzt gemerkt, da lässt sich noch unglaublich viel an Schätzen heben, unglaublich wertvoll für unsere Deutung. Und ich weiß, Sie sind fleißig da draußen, habe ich am Anfang schon erwähnt. Und Sie werden bestimmt noch das ein oder andere herausfinden. Viele von Ihnen haben ja auch schon diese Deutungshelfer. Das können Sie mir gerne wieder in die Kommentare schreiben, was Ihnen dazu noch alles eingefallen ist. Ich freue mich immer und antworte auch darauf. Ja, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.